Es geht jetzt darum, die verschiedenen Legierungen abzukühlen. Jein, kann ich nicht. Ich schreibe sowieso immer so viel. Deswegen, ja, hin und wieder kommt noch Text dazu. Und damit das nicht zu bunt wird, würde ich das jetzt hier nochmal in schwarz dazu schreiben, denn das haben wir uns ja bereits erarbeitet. Wir wissen, dass hier die Schmelze ist. Schmelze plus Alpha, Alpha, Beta, Schmelze plus Beta und Alpha plus Beta. Wir fangen jetzt einfach mal an mit Legierung 1, die ich hier ansetze. Legierung 1. Und zeichnen eine Abkühlkurve. Ja, ich kühle ab bis mein Legierungszustandspunkt auf die Liquiduslinie trifft. Bis dahin ist alles einphasig flüssig. Wenn ich bei der Temperatur T1 auf die Liquiduslinie treffe, beginnt mein erster Mischkristall auszufällen, dessen Zusammensetzung ich an der anderen Seite der Konode direkt an der Soliduslinie ablesen kann. Dieser Mischkristall ist also sehr, sehr, sehr A-reich. Also bei T1, ich muss das hier ein bisschen höher setzen, damit wir uns da nicht in die Quere kommen. Einphasig flüssig. Wir haben also hier Schmelze. So, bei T1 beginnt mein Alpha-Mischkristall auszufällen. Ich kühle weiter ab und kann zu jeder Temperatur, bei der ich mich befinde, eine Konode ziehen, bis mein Legierungszustandspunkt den Solidus durchstößt an der Temperatur T2. Das heißt, zwischen T1 und T2 habe ich eine Flüssig-Fest-Reaktion in einem Zweiphasengebiet. Meine Abkühlkurve zeigt also einen schrägen Verlauf. Was passiert hier? Die Schmelze geht über in den Alpha-Mischkristall. Zu jedem Zeitpunkt bekomme ich natürlich eine niedrigere Temperatur und meine Alpha-Mischkristalle wachsen und wachsen. Wenn ich an der Temperatur T2 den Solidus durchstoßen habe, alles einphasig fest ist. Während dieser Zeit hat sich meine Schmelze entlang der Liquiduslinie verändert und die Zusammensetzung meines Mischkristalls
ist immer B-reicher geworden und hat sich entlang des Solidus verändert. Warum? Bei T1 fällt ein ganz A-reicher Mischkristall aus. Das heißt, der Schmelze werden die A-Atome entzogen. Die sind im Mischkristall eingebaut. Das heißt, es wird B-reicher mit der Zeit, bis die Schmelze fast 50% B-Atome hat, bevor der letzte Rest erstarrt. So etwas kann man manchmal sehen in gegossenen Bauteilen. Hier zum Beispiel, das ist einfach nur ein Beispiel mal nebendran. Der erste Mischkristall ist sehr A-reich. Hier haben Sie also den Alpha-Mischkristall, sehr A-reich. Und je weiter Sie nach außen kommen, umso weniger A haben Sie und umso mehr B-Atome bekommen Sie. Das heißt, hier ist der A-reiche Alpha-Mischkristall ausgeschieden worden zu Beginn und zum Schluss der Erstarrung ist es sehr B-reich. Das nennt man eine Zonierung. Was meinen Sie, ist sowas gut in einem Werkstoff? Möchten Sie sowas haben? Ich habe mal eine Frage. Hm? Kann ich das, den Kreis jetzt als Korn vorstellen? Ja. Dass ein Korn innen drin viel A hat und außen dann... Genau, genau. Also, ja, und dann würde ich mal sagen, dann machen wir es mal so. Die Mitten sind sehr A-reich. Dann ist es ein bisschen schade, dass es keine Kreide gibt, macht aber nichts. Drumherum wird es schon B-reicher. Und ganz außen ist dann richtig viel B. Also der Gehalt an B nimmt innerhalb eines Korns von innen nach außen zu. So etwas passiert dann, wenn sehr langsam erstarrt wird. In der Regel durchmischt sich das relativ schnell. Sie stellen immer eine minimale Zonierung fest, die aber insgesamt vernachlässigbar ist. Wenn Sie aber eine starke Zonierung eines solchen Gefüges bekommen, dann muss man einen entsprechenden Konzentrationsausgleich machen, indem man ein Bauteil glüht. Bei hohen Temperaturen. Dann tauschen die Atome entsprechend ihre Plätze und sie haben eine Durchmischung analog dem entsprechenden Mischkristall, wie die Legierungszusammensetzung war. Das nur am Rand. Ja, wir müssen hier nochmal ein Stück zurückkommen. Wenn ich jetzt also hier meine Soliduslinie durchstoßen habe, dann bin ich im Alpha-Mischkristallgebiet. In einem Einphasengebiet gibt es keine Knode. Eine Knode verbindet immer fest mit flüssig oder flüssig mit fest, egal. Wenn ich in einem Einphasengebiet bin, dann habe ich nur eine Phase, da gibt es keine Verbindung. Das heißt, im weiteren Verlauf der Abkühlung passiert auch nichts mehr. Sie haben den Alpha-Mischkristall, es passiert nichts und Sie sind einphasig fest. Das sieht genauso aus wie das, was wir schon beim letzten Phasenwiedergang, beim letzten Typ kennengelernt haben. Das ist auch nichts anderes. Wenn Sie sich nur diesen Teil hier betrachten, dann sind Sie in dieser Schmelzzigarre und darunter haben Sie ein Einphasengebiet, da passiert nichts mehr. Also. Alle Legierungen, die mit ihrer Zusammensetzung im Einphasengebiet bleiben, verhalten sich analog
einer Löslichkeit im flüssigen und festen Zustand. Jetzt gebe ich Ihnen noch ein bisschen Zeit. Wie sieht es aus mit Malen und Schreiben? Noch ein Minütchen? Ja.